Sarah Wagenknecht hat ein neues Pressestatement rausgebracht und sich dort zu immer weiter steigenden Altersarmut in Deutschland geäußert. Und was sie dazu zu sagen hat, schauen wir uns jetzt an. Ich fange an mit der Situation der Rente, weil ich finde, das ist wirklich die Art und Weise, wie in unserem Land mit alten Menschen umgegangen wird, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, ist wirklich ein Sinnbild dafür, wie unsere Gesellschaft derzeit aufgestellt ist. Wir haben ja neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt abgefragt. Und die belegen das, was ohnehin zu befürchten war, nach dem, was man auch an den Tafeln zum Beispiel sieht, dass immer mehr Menschen im Alter auf Sozialhilfe, auf sogenannte Grundsicherung angewiesen sind. Aktuell sind das 728.990 Senioren, die diese Grundsicherung beantragen mussten. Und man muss davon ausgehen, das ist die Spitze eines Eisberges, weil sehr viele alte Menschen es natürlich als demütigend empfinden, eine solche Zusatzleistung zu ihrer Rente zu beantragen, sie deswegen nicht beantragen, sehr, sehr viele auch weiterhin arbeiten. Auch die Zahlen haben wir ja vor kurzem abgefragt. Immer mehr Senioren arbeiten und das in den seltensten Fällen, weil sie ihre Berufe als so inspirierend empfinden, dass sie davon nicht loslassen können. Das gibt es sicherlich auch. Aber bei vielen ist es die nackte Existenznot, die sie dazu zwingt, auch im Ruhestand immer noch Minijobs zu machen und immer noch weiterzuarbeiten. Wir finden, das ist wirklich eine unhaltbare Situation, auch wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern. Deutschland hat tatsächlich im EU-Vergleich eines der leistungsschwächsten Rentensysteme. Die deutsche Rente ist 10 Prozentpunkte niedriger als die des Durchschnitts der EU-Staaten. Und das ist natürlich ein absolutes Armutszeugnis für unsere Regierungen, nicht nur für die Ampel, selbstverständlich auch für die Regierung der letzten 20 Jahre, denn die Ja, Rente. gerade für die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder. Die hat die gesetzliche Rente drastisch zusammengekürzt, eben um einen Anreiz zu schaffen, damit die Leute in Riester-Verträge gehen, von dem vor allem die Versicherungsindustrie profitiert. Also Gerhard Schröder hatte ja sehr enge Beziehungen zu einigen hochrangigen Versicherungsvertretern damals, die ihm diese Renten, also die bei dieser Rentenreform auf jeden Fall auch mitgeschrieben haben. Ist ja systematisch kaputt gekürzt worden. Das sollte man auch nicht vergessen. Wir geben heute gemessen an der Wirtschaftsleistung weniger Geld für unsere Rentnerinnen und Rentner aus als im Jahr 2009, obwohl es heute 1 Million mehr Rentnerinnen und Rentner gibt. Das heißt, das sind natürlich die in Zahlen gegossene Altersarmut und die Situation, die kann man daran ablesen. Dass die SPD sich deshalb schon als Helden feiert, weil sie das aktuell niedrige Rentenniveau nicht weiter absenken will, das zeigt, dass diese Partei eben mit dem Sozial in ihrem Parteinamen Sozialdemokratie nicht mehr viel im Sinn hat. Umso schlimmer, dass es dann auf der anderen Seite politische Parteien gibt, wie die FDP, Teile aber auch bei den Grünen, die CDU ohnehin, die selbst mit diesem Zustand an Altersarmut und schlechten Renten offensichtlich noch nicht zufrieden sind und den noch weiter erhöhen wollen und die noch weiter das Rentenniveau absenken wollen, zynische. Ja, Friedrich Merz hat, nachdem Rot-Grün diese drastischen Rentenkürzungen damals beschlossen hatte, also für über 2 Jahrzehnten schon, eine Rente mit 70 gefordert. Also die CDU, die ist da komplett neoliberal. Mit einem Kanzler Merz könnte da ja definitiv neues Ungemach drohen. Geht es nicht. Wir als BSW sagen ganz klar, was in anderen Ländern geht, das muss auch in Deutschland möglich sein. Schauen wir zu unserem Nachbarland Österreich. Dort hat ein langjährig versicherter Durchschnittsrentner 800 € mehr im Monat zur Verfügung. Ja, Und exakt. Und warum? Weil die Österreicher mehr Geld in ihre gesetzliche Rente investieren und diesen ganzen Unsinn mit Riester, mit Aktienrente, was wir uns hier ausgedacht haben über die letzten Jahrzehnte, um Versicherungen und Vermögensverwalter reich zu machen, weil die das gelassen haben und einfach auf die gesetzliche Rente gesetzt haben. Und deswegen sagen wir, parallel zur Bundestagswahl sollte eine Volksabstimmung über das Rentensystem stattfinden, wo die Menschen sich entscheiden können. Minimal mehr Beitragssätze, aber dafür im Alter eine wirkliche Sicherung des Lebensstandards oder der Weg der Ampel und der Vorgängerregierungen hin zu einer Absenkung, immer weiteren Absenkung des Rentenniveaus, gleichzeitig zur sogenannten kapitalgedeckten Rente, das heißt Aktienrente oder vorher hieß es Riester.
Riester-Rente, sehr viel Steuergeld, das in Finanzmarktprodukte fließt, die am Ende hochspekulativ sind und die Rente der Rentnerinnen und Rentner ganz sicher nicht sichern, aber für die Finanzmärkte und für die Finanzindustrie natürlich ein großartiges Geschäft sind. Also wir möchten, dass die Menschen das selbst entscheiden können. Sehr gute Forderung. Also hier kann ich nochmal sagen, sehr gute Forderung. Das Rentensystem in Deutschland wurde über die letzten Jahrzehnte systematisch kaputtgekürzt zum Profit weniger großer Versicherungskonzerne. Jetzt sollen sogar noch Staatsschulden aufgenommen werden, um mit diesem Geld dann an den Aktienmärkten zocken zu können. Also man zockt darauf, dass die Eigenkapitalrendite der Aktien höher ist als die Fremdkapitalrendite der Schulden. Also man hofft wirklich, also was heißt Fremdkapitalrendite, als die Zinsen, die man auf die, das war jetzt falscher Begriff, als die Zinsen, die man auf diese Schulden zahlen muss. Also man hofft wirklich, dass die Eigenkapitalrendite der Aktien höher ist als die Schulden, die man zahlen muss, und das ist hochspekulativ. Das kann aufgehen, das kann nicht aufgehen. Wer davon auf jeden Fall profitiert, sind die Großbanken, die dem deutschen Staat diese Staatsanleihen abkaufen. Also ja, das ist deutsche Rentenpolitik. Man verschenkt Geld an Großbanken, an Versicherungskonzerne, und der Rentner fällt hinten drunter. Gut, dass das BSW hier eine Volksabstimmung fordert. Das wird, glaube ich, auch ein zentrales Thema beim nächsten Bundestagswahlkampf werden. Zumal Rentner ja sowieso immer größeren Teil der Bevölkerung ausmachen. Kommen wir zum zweiten Thema, das auch viele Menschen umtreibt. Das ist die Situation der Pflegeversicherung. Es ist ja schon erstaunlich, während bei der Rente gesagt wird, also das österreichische Modell geht gar nicht, weil es minimal mehr Beitragssätze beinhalten würde, also eine geringfügige Beitragserhöhung, ist das bei der Krankenversicherung und bei der Pflegeversicherung offenbar völlig normal, immer wieder den Beitragszahlern tief in die Tasche zu greifen. So sieht es ja auch jetzt aus. Das ist also wieder erneute Beitragserhöhungen geben wird, gerade bei der Pflegeversicherung. Laut Presseberichten von gestern geht es dabei um keine Lappalien, sondern um 95 Euro mehr Belastung für den Durchschnittsverdiener im Monat im nächsten Jahr. Das sind ja über 1000 Euro mehr im Jahr, und das in eine Situation hinein, wo sehr viele Menschen ohnehin schon massiv Kaufkraft verloren haben wegen der hohen Energiepreise, wegen der explodierenden Lebensmittelpreise, wo es den Menschen ohnehin schon vielfach deutlich schlechter geht, wo sie sich einschränken müssen. Also noch einmal, die Beitragssätze werden heraufgesetzt, und zwar natürlich vor allem für Normalfamilien, auch für Niedrigverdiener. Das sind ja, ja, für reichere Leute gilt die Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, für die steigen die Beiträge nicht. Also sie steigen ab einer gewissen Grenze nicht mehr. Also ob ihr jetzt 500.000 Euro verdient oder 5 Millionen Euro, das ist vollkommen egal. Euer Beitragssatz steigt nicht mehr weiter. Ja, und Kapitalerträge werden auch nicht für die Pflegeversicherung herangezogen. Lohneinkommen dagegen voll. Also man könnte diese Finanzierungsprobleme der Pflegeversicherung sehr einfach lösen, indem man, wie gesagt, Kapitalerträge heranzöge und indem man die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen würde. Das wäre ohne Probleme möglich. Das könnte man von heute auf morgen machen, sowohl bei der Kranken- als auch bei der Pflegeversicherung. Das will man aber politisch nicht, sondern man erhöht lieber die Beiträge für alle Beitragszahler.